Athen 1896, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Für Pierre de Coubertin kommen die Ideale dieser Spiele jenen der Antike sehr nahe. Vier Österreicher bringen 5 Medaillen nach Hause, 2 sogar in Silber. Damals der Lohn für den Olympiasieg. Paul Neumann gewinnt das Schwimmen über 500 Meter und der Radfahrer Adolf Schmal gewinnt mit seinem 20 Kilo Buch Waffenrad das 12-Stunden-Rennen. 4 Jahre später in Paris, der Heimatstadt Pierre de Coubertins, sind die Spiele nur Anhängsel der Weltausstellung. Nur wenn es im Programm eine Lücke gibt, dürfen die Athleten einspringen. Die ganze Angelegenheit dauert auch 4 Monate. Die Österreicher sind im Schwimmen und Fechten ausgezeichnet und holen 2 zweite und 3 dritte Plätze. 1904 finden die Olympischen Spiele erstmals in den USA in St. Louis statt. Erstmals gibt es olympische Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und Österreichs Zwei-Mann-Team schlägt sich sensationell. Otto Wale wird über 400 Meter Kraul Dritter und der Turner Julius Lehnhardt gewinnt 2 Goldmedaillen in der Einzel- und Mannschaftswertung und eine Silbermedaille im Neunkampf. Da für einen Turnverein in Philadelphia antritt, wird er irrtümlich lange Zeit in der Statistik als Amerikaner geführt. Julius Lehnhardt, ein waschechter Wiener. ...1908, London beherbergt die Olympischen Spiele und erstmals marschieren alle Nationen zur Eröffnung ins Stadion ein. Es wird auch der Satz geprägt, dabei sein ist wichtiger als siegen. Das gilt auch für Österreich. Einzig und allein der Schwimmer Otto Scheff gewinnt eine Bronzemedaille. 1912 spielen die Olympischen Spiele in Stockholm monatelang eine dominierende Rolle. Anders als das österreichische Kaiserhaus erkennt das schwedische Königshaus die Ausstrahlungskraft der Olympischen Spiele. Für Österreich gibt es 2 Silbermedaillen im Fechten und Tennis. Und dazu die erste Frauenmedaille. Bronze für die 4x100 Meter Kraulstaffel. 2 Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus. In Chamonix werden 6 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen. Nur wenige Tage nach dem Tod Lenins. Österreichs Team schlägt sich respektabel, insbesondere auf dem Eis. Herma Planck-Szabo wird die erste Olympiasiegerin im Eiskunstlauf und besticht nicht nur mit Eleganz, sondern vor allem mit ihrem athletischen Stil. 2. Ebenfalls Gold gewinnen Helene Engelmann und Alfred Berger im Paarlauf und Willi Böckel erringt noch die Silbermedaille im Einzelbewerb. Bei den darauffolgenden Sommerspielen in Paris erwirbt sich Wien weltweit den Namen die Stadt der starken Männer. Alle 4 Medaillen werden von den Gewichthebern erobert. 3-mal Silber, 1-mal Bronze. Ein anderer Österreicher, dessen Vater in der Habsburg-Monarchie geboren wurde, ist in Paris der große Schwimmstar, Johnny Weissmüller. Sein Tarzanschrei, ein Erbe aus der alten Heimat. ...1928 bei den 2. Olympischen Winterspielen in St. Moritz fallen bedingt durch das milde Wetter einige Bewerbe aus. Zum Glück für die österreichische Delegation aber nicht der Eiskunstlauf. Alle 4 Medaillen, 3-mal Silber und 1-mal Bronze, gehen auf das Konto dieser österreichischen Paradedisziplin. Bei den Sommerspielen in Amsterdam gibt es eine bedeutende Premiere. Zum ersten Mal wird auf einem eigens errichteten Turm das olympische Feuer entzündet. Im österreichischen Team sind einmal mehr die Gewichtheber herausragend. Gold gibt es durch Franz Andrisek und Hans Haas. Lake Placid in den Vereinigten Staaten ist Austragungsort der 3. Olympischen Winterspiele. Und wieder gibt es österreichische Medaillen nur von den Eiskunstläufern. Fritzi Burger gewinnt Silber und der legendäre Karl Schäfer holt sich seine erste olympische Goldmedaille. In Lake Placid wird übrigens zum ersten Mal das 3-stufige Siegerpodest verwendet. Auch die 10. Olympischen Sommerspiele finden in den USA statt. In Los Angeles gibt es erstmals eine österreichische Goldmedaille bei den Frauen. Die 20-jährige Ellen Preis gewinnt den Florettbewerb.
Mitten in der Wirtschaftskrise ist es schwierig, die weite Reise zu finanzieren. Österreichs Mannschaft ist daher klein, aber fein. Eine Silber- und 3 Bronzemedaillen im Gewichtheben und Ringen gibt es noch neben der Goldmedaille von Ellen Preis. ...1936 in Garmisch-Partenkirchen spürt man erstmals einen eisigen Wind. Wir werden bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein. Nur die wenigsten können die Inszenierung dieser Winterspiele deuten, am allerwenigsten die Sportler selbst. Karl Schäfer holt sich seine 2. Goldmedaille und im Paarlauf gewinnen Ilse und Erich Bausin Silber. Eiskunstlauf-Bronze gibt es noch für Felix Kasper und Max Stippel holt die 1. Eisschnelllauf-Medaille für Österreich. Über 10.000 Meter wird er Dritter. Die Sommerspiele 1936 von Berlin. Willkommen in Deutschland des Friedens und der Ehre. Adolf Hitler und seine nationalsozialistische Propagandamaschinerie nützen Olympia als Plattform für ihre Politik. Für Österreich sind diese Sommerspiele die erfolgreichsten. Die österreichische Fußballnationalmannschaft gewinnt Silber genauso wie das Handballteam. Ellen Müller-Preis holt sich nach Gold in Los Angeles, dieses Mal Bronze. Und Alois Budajski wird Dritter in der Dressur. Gregor Radetzky ist Österreichs erfolgreichster Athlet. Er gewinnt im Paddeln 2 Goldmedaillen über 1.000 und 10.000 Meter. Unsere Paddler und Ruderer sind mit insgesamt 3 Goldmedaillen, 4 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille bei diesen Sommerspielen die Nummer 1 auf der Welt. Neben Radetzky holen noch Alfons Dorfen und Adolf Kainz im Zweierkajak eine Goldmedaille. Josef Hasenöhrl gewinnt Silber im Einer und Karl Preußel und Robert Weinstapel werden Dritte im Kanadier Zweier. Mit Robert Fein gewinnt auch wieder ein Gewichtheber Gold. Hermann Kutscherer siegt im Kunstbewerb Architektur. 1936 erlischt in Berlin das Olympische Feuer und von der deutschen Hauptstadt breitet sich ein neues, ein todbringendes Feuer aus. Olympia muss dem Zweiten Weltkrieg weichen.